Gute alte DDR. Sternrekorde. Heute weiß ich ja, dass ich nie da war. Man hat ein Radio mit Kassettengerät hergestellt. Das kostete 880 DDR-Mark. Dann waren der Löschkopf und der Tonkopf total eingeschliffen, eingelaufen. Dann wollte ich das neu haben. Dann hat er mir das abgelehnt, die Reparatur. Das ist noch gut. Also es war nur ein einfaches Monogerät. Gekauft 1975. Oder geklaut 1975. Denn ich habe es zu meiner Jugendfeier bekommen. Sie denken ein großes Geschenk an ein. Ralf Geißler hat zwei Jahre später ein Motorrad gekriegt. Für ungefähr 5000 Mark. Oder 8000. Die ETZ. 250er oder 350er, weiß ich nicht. Überbeziehung. Auch das kann natürlich auch gestohlen worden sein. Das liegt ja alles über diese Staatsfamilie. So, ich habe es nicht geschafft, dass man die Tonköpfe wechselt und alles andere. Dann habe ich durch viele Beziehungen geschafft, dass ich einen Tonkopf kriege. Und auch das Material habe ich nicht bekommen. Dann konnte ich den Tonkopf jetzt noch wechseln. Und dann wollte man mir den Löschkopf wechseln. Und dann habe ich es hingebracht zur Reparatur RFC. Wie heißt der Platz da hinten? Glatteraal. Glatteraal in Rostock. Müsste jeder kennen. Dann habe ich ungefähr 4 oder 6 Wochen gewartet. Man hat mir gesagt, es kommt noch vor Weihnachten. Ich wollte unbedingt den Löschkopf haben, weil das war nicht gut für die Bänder. Die hatten dadurch immer leichte Dellen, weil der Löschkopf ist dann total eingelaufen gewesen. Hab mich gewundert, dass es so ist, weil heute war es vielleicht noch nicht da. Das hat man nicht gemacht. Da hat man einfach sich verweigert. Man hat erst das Gerät angenommen und hat es dennoch noch eiskalt über Weihnachten stehen gehabt und wurde als Test abgespielt, hat man mir gesagt. Der hieß, war so ein kleiner Fetzer. Der hieß, glaube ich, Burmeister, Abkürzung Bummi. Dieser Idiot könnte noch heute da arbeiten. Müsste jetzt ungefähr 60 sein. Natürlich ist 55. Weil die sahen damals schon immer sehr alt aus durch ihre Drogen. Ne? So, das hat man dann eiskalt gehalten und ich habe es nicht bekommen. Man hat es nicht rausgerückt. Ich wurde dort schikaniert. Ich habe dort Anzeige erstattet. Es ist nichts passiert. Man hat mir Macht demonstriert, weil sie die Stasi verwendet hat. Nichts ist passiert. Man wollte mir es verderben, dass ich über Weihnachten Musik aufnehme. Könnte aber auch heute sein, man wollte mir nicht zeigen, dass ich Weihnachten gar nicht da bin. Wer weiß, wo ich da Weihnachten wieder war. Ja, gute alte DDR, fassen wir mal zusammen. Löschkopf war gut, war Werkstatt, brauche ich noch gewechselt bin. Obwohl man vorher sagte, den Löschkopf wechselt man. Das war im Auftrag festgelegt. Zwingend festgelegt. Ich habe umsonst ein Sternrekorderradio reingegeben, das hochwertig war, das man sich dann gleich hingestellt hat. Also ich weiß es heute nicht mehr. 6 oder 8 Wochen also war er dann schon da. Dann habe ich ihn immer noch nicht gekriegt. Dann habe ich aber zufällig gestehen, dass er da in der Werkstatt steht. Und dann hat man mir schön nachgegeben. Die ganze Zeit. Kassetten, alles schön durchgegeben. Gute alte DDR.